Hallo ihr Lieben da draußen, seit langer Zeit melde ich mich mal wieder und ich möchte gar nicht so groß darauf eingehen, was die letzte Zeit war. Da werde ich mich zu einem anderen Zeitpunkt äußern, sondern heute geht es ein bisschen natürlich um was Positives. Ihr könnt das schon ein bisschen erkennen, im Titel konntet ihr das lesen, am Bild auch erkennen. Heute geht es natürlich um das Saatgut und das wird gar nicht irgendwie jetzt ein Fachvideo, davon gibt es genug da draußen, sondern ihr könnt mich ja begleiten auf meinem Kanal jetzt schon über 3 Jahre. Und nach dokumentiere ich halt, wie ich das alles so angehe, wie ich dazulerne, wie ich aus Erfahrung dann wieder neue Wege bestreite, etc. pp. Und ja, was ihr jetzt vor mir seht, ist quasi mein persönliches Chaos, was ich mal ein bisschen strukturiert habe heute, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil vielleicht kennt ihr das da draußen, gerade wenn man anfängt und echt super viel Saatgut hat, da muss man erstmal auch so organisatorisch hinterherkommen. Der ein oder andere schenkt einem dann auch immer was. Und ja, deswegen, da muss man ja halt irgendwie erstmal seinen Weg dann finden. Und ich bin ein Mensch, der ziemlich schnell reizüberflutet ist, mit den Dingen, die auf einen reinprasseln, also hier überall. Für mich ist das total voll. Ich möchte euch erstmal vorstellen, worum das heute gehen wird. Also ein bisschen zur Deko muss ich gestehen, habe ich hier einen Ableger der Bananenpflanze auf den Tisch geholt, auch um euch zeigen zu können, ja, das Ding ist durchgekommen, hatte keine Blätter und hat dann nach und nach, ich glaube jetzt kommt das sechste, ein bisschen hängt das durch, ich glaube das ist auch so, ja, vielleicht ein bisschen überwässert. Die mag ja Staunässe nicht so gerne und jetzt ist da auch gerade frisch gegossen. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, aber die hält das aus. Das wird auch wieder besser. Das sind so Erfahrungen, die man halt sammelt. In der Wohnung habe ich halt so eine Pflanze noch nicht gehabt. Ist neu. So viel zur Bananenpflanze. Deko. Ja, mich hat auch super viel Saatgut im Dezember erreicht, als ich den Hilferuf gemacht habe. Und der ein oder andere wird auch schon was erkennen. Ja, und sehen, was da heute auch so ein bisschen mit dran ist. Ich möchte im Grunde genommen eine Art Überblick verschaffen, wie ich das angehe. Ich habe letztes Jahr schon super Videos dazu gemacht. Die werde ich euch auch in diesem Video nach und nach verlinken. Findet ihr immer oben rechts. Nachträglich kann man das auch finden. Das muss dann auch ein i sein, auf das man klicken kann in einem Video. Ihr kennt das ja, ne? Überall gibt es irgendwie was anzuklicken. Und da findet ihr auch im Nachgang sonst noch mal alle Videos. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen, was da oben rechts erscheint und mitlesen. Bleibt lieber bei mir, bei dem, was ich erzähle. Das andere geht dann auch im Nachhinein. Und ich denke mal, im Abspann werde ich euch da auch noch mal was verlinken, dass ihr da direkt Videos habt, wo es dann weitergeht. Also grundsätzlich zur Aussaat habe ich ja, ja Videos gemacht, wie ich das alles so mache mit der Anzucht im Gewächshaus etc. pp. Und unter euch wird es wahrscheinlich einige geben, die etwas früher anfangen mit dem Aussehen. Bei mir ist das so, und das kann ich mal gleich zu Anfang sagen. Anfang März ist der früheste Zeitpunkt, wo ich starte, generell. Das hat sich so nach dem ersten 2 Jahren für mich rauskristallisiert, dass sich das gut für mich anfühlt, auch weil ich das vermeiden möchte, mit Lampen zu arbeiten und lieber so, ein, ja, so eine Saisonzeit habe, in der ich eher die ja, Früchte so ernten kann, dass es halt saisonbedingt was ganz Besonderes ist und nicht über längeren Zeit verfügbar. So mache ich das generell. So, und dennoch gibt es Pflanzen, da durfte ich letztes Jahr beobachten, wie Chili, Jalapeno, Physalis, solche Sachen, dass die viel später im Jahr kamen. Und letztes und vorletztes Jahr war bei uns recht regnerisch, also nicht so optimale Sommer gehabt, aber davor gab es eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall. Aber alles, was dann später kommen sollte, kam dann nicht mehr so wirklich. Ich hatte bei den Tomaten auch mit Braunfäule zu kämpfen, aber trotzdem alles im Rahmen. Und ja, den Gegebenheiten auch verschuldet. Also ich bleibe bei den Freilandtomaten. Das macht mir so eine Menge Spaß, auch zu testen, welche Pflanzen draußen gut zurechtkommen. Und da habe ich ja in meinen vergangenen Videos letztes Jahr auch schon ein paar Tomätchen gelobt. Das Jahr davor letztendlich auch schon. Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Also, Bananenpflanze hatten wir gehabt. Ich habe hier 2 Tüten stehen. Ich habe extra so Werbung ein bisschen weggedreht. Da, wo ich es verhindern kann, mache ich das. Ansonsten, ich mache hier für niemanden Werbung. Das ist alles, was zu mir gefunden hat und was ich mit euch teile, wie ich das mache.
Ich mache hier für niemanden Werbung irgendwie und deswegen habe ich die dann umgedreht. Hier habe ich einmal die Kartoffel Rote Emily und dann habe ich noch die Blaue Anneliese. Das sind ja die Rote Emily, die kann ich empfehlen. Richtig gut, habe ich auch schon Chips von gemacht und so. Boah, richtig lecker. Und ja, die Blaue Anneliese, die will ich einfach mal ausprobieren. Des Weiteren habe ich heute noch Kartoffeln gekauft. Wo sind sie denn? Da. Das müssten die mehlig kochenden Augustas sein. Ja, das sind die drei Kartoffelsorten, denen ich nachgehe. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Kartoffeln bei mir im Bunker, aber ein paar wenige tatsächlich nur. Ja, und so wird sich das nachher ergänzen. Ich werde wieder sehr glücklich sein mit dem, was ich zur Verfügung habe. Und ein paar kommen ja auch bei mir immer gerne wild an der einen oder anderen Stelle. Ich liebe diese Überraschung im Garten. Also ich würde das gar nicht wollen, alles so super gründlich wegzurationalisieren, damit dann nur das und das wächst. So, wenn da zwischendurch was kommt, ist das für mich auf jeden Fall eine Riesenfreude. Und ich glaube, vielen da draußen geht das auch so. Ja. Wo machen wir denn mal weiter? Also ich habe hier vor mir einen Ordner. Ja, da habe ich überall diese, ja, das sind von so Sammelkarten, die kann man in Gesellschaftsspielgeschäften, kann man sowas ergattern hier. Magic-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten. Ich habe früher mal Magic gespielt, daher kannte ich die. Und ja, diese Hüllen helfen mir, das Ganze ein bisschen zu organisieren. Und das, was wir hier vorne sehen, erstmal vorweg, Aussaat im März. Ich zeige euch das, ich habe letztes Jahr auch schon ein bisschen was gezeigt, um zu zeigen, wie ich das so rhythmisch angehe. Ich habe aber heute halt den ersten Tag wieder über meinen Sachen gehangen und muss sagen, ich würde das jetzt noch anders strukturieren, aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, das kann ich vielleicht zum nächsten Jahr dann machen, aber jetzt im Moment ist das nicht wichtig. Also gerade so Wildkräuter oder Wildgemüse, ja, das könnte man auch noch untergliedern, aber ich möchte es mir einfach machen und nicht kompliziert und so wie es jetzt ist, reicht es auf jeden Fall für dieses Jahr. So oder so. Ne? Das ist dann so persönliche Optimierung. Das macht dann letztendlich jeder anders. Andere haben auch einen Koffer und haben dann in so Briefumschlägen wie hier oder in kleineren Tütchen dann irgendwie ja, ihre Sachen sortiert. Und ich wachse da auch so rein. Ich habe das heute gemerkt. So diese Abläufe, das ist ja immer schön und gut. Aber man muss das wirklich ja, zu dem einzelnen Saatgut ja, separat rausfinden, was dann da wirklich nötig ist, wann die am besten ausgesät werden. Und ich habe heute schon Sachen entdeckt, was waren das? Die wären ganz sinnvoll, dass man die aussät. Hier beim Rotkohl zum Beispiel. da hat der Garten Gemüsekiosk, von denen habe ich das Saatgut hier raufgeschrieben. Wo stand es denn jetzt? Die Voranzucht dauert von Ende Januar bis Mitte Mai an. Also das sind so Sachen, jetzt erklärt sich das natürlich auch. Also heute hatte ich den Aha-Effekt. Ich hatte das natürlich nicht mehr im Hinterkopf. Bei mir stehen immer noch Rotkohlpflanzen und so. Weißkohl, aber das ist alles irgendwie nichts geworden. Ich weiß nicht, warum das letztes Jahr so schief lief. Vielleicht habe ich auch einfach gelesen. Nee, ich bin verkehrt. Ich interpretiere manchmal gelesen, ist einfach unglaublich falsch, weil ich mir das einfach anders vorstelle, wie es gemeint ist. Ja, egal. Hier steht von Anfang bis Ende Mai. Das ist doch eine gute Sache, weil dann kann ich das doch gleich. Also war noch ein zweiter Satz, der war dann wohl sinnvoller für mich. Was ist hier denn? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Hier habe ich nämlich noch Knollenfenchel. Der Knollenfenchel. Ja. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach, da. Ab Februar mit Vorkultur und am Glas. Was war das? Fenchel. Ja. Ach, ich glaube, der kommt auch noch später. Im ersten Jahr, ich hatte ja so ein Apparat da. Nee, noch größer. Ich konnte den vors Gesicht halten. Er hat mein ganzes Gesicht verdeckt. Ich habe euch das bestimmt mal gezeigt. Ansonsten findet ihr das Bild auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich allerdings nicht aktiv. Manche denken, ich bin da noch aktiv. Das bin ich nicht. Ich habe jetzt wirklich vor ein paar Tagen tatsächlich mal wieder Zugang erhalten. Und den Zugang habe ich verloren. Ein paar Menschen war ich am Schreiben. Es war doof, dass ich da den Kontakt dann nicht herstellen konnte. Und das werde ich aber irgendwie dann noch nachholen.
Also wenn da ein paar Menschen draußen traurig sind, dass ich mich da verdünnisiert habe, ohne mich zu melden, es lag einfach daran, dass ich den Account nicht mehr hatte oder beziehungsweise keinen Zugang mehr hatte. Warum auch immer ein und dasselbe Passwort an zwei verschiedenen, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dann doch funktionierte dann später. Das war echt ganz merkwürdig. Also ich bin da sehr gründlich und sehr gewissenhaft und prüfe jeden Buchstaben. Das ist echt krankhaft, könnte man das dann schon sagen. Und dass es dann trotzdem nicht funktioniert, ist dann sehr frustrierend. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. So, während ich hier mit den Saatgutpäckchen puzzle. Ja, das lenkt nur ab. Ich komme gar nicht voran. Sabbellars ist wieder am Start. Also hier vorne hatte ich Tomaten, hier so Paprika, Chili die Ecke. Ja, das sind alles so Sachen, die ich wieder verfolgen werde. Bei Chili und Paprika ist das so eine Sache, da bin ich am Überlegen, weil mir einfach die Voranzuchtmöglichkeit fehlt. Also im Gewächshaus fange ich halt später an und bei mir auf der Fensterbank gibt es halt einfach zu wenig Licht. Ich habe das vorletztes Jahr ja gemacht und das hat super, super Spaß gemacht. Das war aber auch super aufwendig und ja, wenn man so eine kleine Wohnung hat, dann lockt man auch die Tiere an und so. Das war nicht alles. Hier sind auch ein paar drin, habe ich diese kleinen Fliegen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Bei euch bekannt. Ich lebe immer damit. Die Pflanze wird das abkönnen. Und ja, so geht das weiter. So, das ist immer noch alles März. Ja, bei Chili und so. Ich muss dann halt gucken. Physalis, interessant. Ja, hier sind die Physalis-Geschichtchen und Erdbeeren. Und ach, ich glaube, mit den Erdbeeren brauche ich gar nicht mehr rechnen. Das läuft irgendwie alles ganz anders als gedacht. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar ausgesät, wie ihr im Januar sehen konntet. Auch wenn das nicht so wirklich viel war. Ich muss sagen, ne, für alle, die mich verfolgen, ich habe die letzten Monate waren sehr schwierig für mich. Zwischendurch habe ich mich auch gemeldet im Positiven, aber grundsätzlich war es sehr schwierig und auch die Monate davor, letztes Jahr. Im Grunde genommen handelt es sich hauptsächlich um die letzten, ich glaube, so 8 Monate, 8, 9 Monate. Mai auf Juni, ihr könnt euch noch erinnern, für die, die das mitgekriegt haben. Mai auf Juni hatte ich dann so ein ja, bestimmtes Video, was ich online gebracht habe und das war eigentlich so die Zeit, wo es bei mir auch symptomatisch. Ja, immer schlimmer wurde bis auch vor kurzem. Aber ich will eigentlich nur darauf hinaus, jetzt gar nicht in die Thematik rein, nur darauf hinaus, dass ich jetzt im Grunde genommen monatelang nicht wirklich was machen konnte und nur ganz, ganz wenig. Und das ist, ja, also ich hab mich auf den Winter nicht vorbereiten können. Ich hätte auch super gern noch einiges im Garten gemacht, aber meine Kräfte sind geschwunden. Auch körperlich habe ich deutlich abgebaut letztes Jahr, aber so richtig deutlich. Auch wenn ich diese super lange Radtour gemacht habe, danach nach Kiel, das ist immer, ich habe es im Video erklärt, das ist noch was anderes. Das brauchte ich für meinen Seelenzustand. Mein Körper sagte eigentlich auch nein, aber es war schon mit der Brechstange und es war mit Willenskraft. Aber im Grunde genommen, ja, bin ich gefühlt körperlich älter geworden, aber es kann ja durchaus noch alles wieder zurückkommen. So, ja. Machen wir mal weiter. Jetzt drehe ich das aber mal zu mir, damit ihr das auch mal sehen könnt. Oh, guck mal, worüber ich gestolpert bin. Habe ich euch den mal gezeigt? Das ist ein Pikierstab, den habe ich mir selber geschnitzt. Habe das dann noch ein bisschen angefackelt, dass er ein bisschen robuster ist in der Erde und nicht. Ne? Damit könnt ihr Holz schützen. Ich weiß aber nicht, wie stark. Deswegen ist das so mehr oder weniger ein Testobjekt. Hatte ich auch überlegt, mal vielleicht so als Dankeschön sowas irgendwie mal zu verlosen. Also wer da mal Bock drauf hat, ihr könnt das gerne mal schreiben. Es ist jetzt nicht zeitnah, es ist nicht, dass ich mir jetzt hier wieder was auferlege und im Hinterkopf habe und dann werden einfach die Punkte immer mehr. Aber vielleicht schicke ich mal sowas raus an euch, an irgendjemanden. So, und da ich noch was habe, ich habe Saatgut geschickt gekriegt und hier ist das so. Das sind so braune, ich glaube, ich muss hier ran, ne? Ihr seid im Weitwinkel so weit weg. Ne? Das ist hier, ups, oh, ich bin gerade ein bisschen tollpatsch, Entschuldigung. Das sind so braune, ja, das könnte Zucchini, Schrägstrich, Gurke, Schrägstrich, Kürbis sein, aber für Kürbiskerne sehen die sehr klein aus. Also jemand von euch da draußen hat mir das geschickt. Ich weiß nicht mehr, zu wem das gehörte. Wenn du das da draußen wiedererkennst, helf mir mal weiter. Was ist das? Im gleichen Beutel waren auf jeden Fall Kürbiskerne und auch dünnere Kerne, wo ich denke, das gehört zu einer Gurke. Mir fehlt da leider die Zuordnung. Des Weiteren hat mich noch was erreicht. Und zwar das. Das ist eine, sieht aus wie eine Nuss. Ist vielleicht auch eine, das wird wahrscheinlich da darauf hinausführen. Und da ist hier einmal so, wie mit so einem, wie nennt sich das denn, so ein Kettensägenblatt.
heißt das so? Also hier so eine runde Scheibe mit Zähnen, so einmal durchgefräst. Das muss ich jetzt nicht näher ranholen. Es richtet sich wahrscheinlich auch nach der Person, die mir das im Dezember dann geschickt hat. Vielleicht ist es angesicht, damit man hinten in die Nuss kommt, weil man anders das nicht aufkriegt. Oder es ist eine Waschnuss. Und bevor ich das in die Wäsche stecke oder mir in den Mund, würde ich das gerne vorher wissen. Internet hat mich da leider nicht bereichert. Also ich bin nicht drauf gekommen. Das sind so ein paar Rätsel von heute. Aber das packe ich jetzt zur Seite. Wir sind weiter beim Saatgut. Was ist denn hier alles rausgefallen? Ist ja alles rausgefallen hier. Oder? Ja. Naja, und wo waren jetzt vorne und wo war hinten? Zuckerbusch, da sind wir bei den Tomaten. Ich mache mal einfach ein bisschen Platz. Das einmal darüber. Oh, viel besser. Jo, wollt ihr auch mal näher kommen? Ich glaube, so ist das für euch ein bisschen interessanter. ach, ich habe gar nicht weiter geredet, was da drüben ist. Ich glaube, das dürftet ihr jetzt ein bisschen besser sehen. Hier sind so ein bisschen die groberen Sachen, die ich geerntet habe. Bohnen, Malve, Kresse, Mangold. Was habe ich denn hier noch zwischen? Ja, da komme ich dann gleich zu. Das sind halt die ein bisschen mehr Platz brauchen. Hier habe ich noch so Radieschen zwischen und Möhre müsste da auch irgendwie. Hier ist eine Karotte zwischen, Sellerie. Hier haben wir noch Porree, Blumenkohl. Das sind alles Sachen, an denen ich mich wieder probieren werde. Dann habe ich, was habe ich hier denn? Ach so, das sind Blumen. Da fehlt mir noch so ein Zettel zwischen. Ist sowieso alles nicht optimal. Die Zettel reißen raus. Hier habe ich einen Natternkopf gekriegt. Das ist eine Blume. Eins von den beiden, ich glaube, das war sogar essbar, das weiß ich aber nicht. Erkundigt euch da bitte selber, es gibt viele giftige Pflanzen, bitte nicht auf mich hören, immer selber nochmal schlau machen. Trompetenzunge, Lichtkeimer, ja. So, was haben wir denn noch? April. Ja, und so wird das nachher weitergehen. Ich habe euch das alles schon mal so grob gezeigt. Ich bleibe bei den anderen Sachen, bei den Sachen, die ich letztes Jahr auch schon angebaut habe. Ja, werde das jetzt nicht noch mal groß vorlesen. Nur was noch dazu gefunden hat: Bohnenkraut, Okra, Muskat, Teller, Salbei. Blüht auch sehr schön. Salbei letztes Jahr, bis im November war der blühen, ne? Oder war das sogar noch Dezember? Nee, November war das. Richtig schön. Hier, das ist das, was ich meinte. So, hier sind Speisechrysanthemen. Ach, das war das Essbare, die essbare Blüte. Hier haben wir noch die Wunderblume, hat wiedergefunden. Die habe ich lange gesucht. Lavendel habe ich da. Das hat sich dazu gesellt. Ja, hier sind dann nochmal Kürbis, Mais. Ja. Mai habe ich auch irgendwas einsortiert vorhin. Ja, hier haben wir nochmal die Geschichte mit Kohlrabi und Brokkoli und Zuckerhut. Und ja, der Zuckerhut, da habe ich zu lange gewartet. Ich dachte, der wird noch größer. Und dann, als ich dann von einem Tag auf den anderen da war, nicht, oder von einem Mal zum anderen da war, war das Ding schon hochgeschossen. Somit habe ich den Zuckerhut leider verpasst. Aber super Schmelz und so, auch schon Erfahrung gemacht. Sehr gut. Brauche auf jeden Fall ordentlich Nährstoffe. So, was haben wir denn hier noch? Ach, Eisenkraut hat mich noch gefunden. Gewürztagetes, vielen Dank. Oh, Sabrina, du hast ja auch deinen Namen zugeschrieben. Das sollte bei irgendwas helfen. Bei irgendeinem. Ne, ich bin ja, in meinen Videos erkläre ich auch immer so ein bisschen den Weg in der Natur das Gleichgewicht herzustellen. Und letztendlich gibt es für alle Tiere auch irgendwie eine Pflanze oder andere Tiere, die man sich in den Garten holt und das ergänzt sich alles und man erschafft da so ein Gleichgewicht und laufen die Dinge, ohne dass man mit Krankheiten bei den Pflanzen zu kämpfen hat oder also jetzt nicht zu 100%, ne? Also es gibt immer irgendwie irgendwas, ne? Aber das ergänzt sich halt gut. Ob das nun eine Knoblauch und die Erdbeeren sind, die sich im Beet ergänzen oder. Die Natur ist so ausgefuchst und so, so toll. Ja, immer eine Riesenfreude. So, im Ordner bin ich durch. Den packe ich jetzt mal zur Seite. So. Jetzt kommen wir mal hier zu. Und ja, da habe ich Stockrosen gekriegt. Das habe ich aber schon mal probiert. Da habe ich keine hochgekriegt. Ich glaube, die muss man vielleicht auch einzeln ziehen. Das ist auch so von der Menge her. Ich muss gucken, was klappt. Ringelblumen, rote Melder, darüber freue ich mich sehr. Also das ist die gar nee, rote Melde. Oh, ich habe mich verlesen. Ich hatte das abgespeichert ohne Malve, aber rote Melde ist ja auch noch was Schönes. Da muss ich ja noch mal googeln, wie das aussieht.
So, dann haben wir hier noch Sonnenblumen, Buschsonnenblumen und noch mehr Ringelblumen und noch mehr Tagetes. Echt vielen lieben Dank für das, was mich da erreicht hat. Ich habe mich zwar schon in einem Video mal für alles bedankt, aber durchaus angebracht im wiederholten Sinne. Ich bin wirklich sehr dankbar für all die Unterstützung, die mich erreicht hat. So, dann haben wir hier noch für Sprossen, Keimsprossen, grüne Erbsen. Ganz ehrlich, die kommen bei mir ins Beet. Das wären ordentliche Pflanzen. Da muss ich nicht irgendwie Microgreens machen. Das werde ich zweckentfremden. Mangoldmischung haben wir hier. Hier ist auch nochmal Mais und hier die Spinatsorten, die ich mir geholt hatte. Steckzwiebeln sind wieder am Start. Ich werde auch Zwiebeln wieder aus Samen ziehen. Das hat wunderbar funktioniert. Also das werde ich wieder machen. Mangold und so. Und die anderen Sachen kennt ihr eigentlich, ne? Spinat, ja, Sonnenblumen muss ich nicht mehr zeigen. Das kann alles wieder zurück. Diese Packung ist so ein bisschen für die gröberen Sachen und da gibt es gleich noch eins mehr. Oh, da komme ich gar nicht hin. Oh. Ich sage ja, körperlich abgebaut. Ungelenkig war ich schon immer. Aber es bessert sich. Ich trainiere. Deswegen sitze ich auch hier so, wie ich sitze. Ich konnte lange gar kein Schneidersitz. Im Moment auch wegen dem linken Band da, Außenband, Außenmeniskus, so wie sich das so schimpft. Ja, hier habe ich noch jede Menge Sachen von Trudi Bosos. Vielen Dank noch. Wird alles berücksichtigt. Das Ding war leer. Das war auch leer. Aber hier unten habe ich noch vom lieben Nils Saatenvielfalt, sein Kanal. Popcorn rot und Zuckermaisrot. Der wird dieses Jahr definitiv in Boden kommen. Letztes Jahr kam das zu spät. Dicke Bohnen habe ich wieder am Start. Smoothie-Gras und so, das ist ja dieses, ne? Was ist hier denn? Buschbohnen Purple. Wow, ich habe noch so viel Buschbohnen. Habe ich die letztes Jahr vergessen? Wie geil ist das denn? Super gut. Was habe ich hier? Feldsalat. Na, ja, auch zu spät dran, aber es macht ja nichts. Manchmal ist das ja so schön, Schätze zu haben. Zuckererbsen, Zuschauerbeet. Ah, die waren gut, das weiß ich noch. Die waren sehr gut. Ja, Borage ist hier noch drin, muss ich nicht zeigen. Blumenmischung und was haben wir noch? Die Prunkwinde. Was war das denn noch? Ich glaube, die ist so ein bisschen, wächst die wie Ackerwinde. Ach, das waren diese bunten vorne beim. Müssen wir mal in meinen Sommervideos gucken. Das, was bei meinem, vorhin jetzt sagen, vorne bei meinem Foodsharing stand. Ja, so sieht das aus. Gut, das war das hier. Ich räume mal gleich wieder ein, sonst habe ich gleich das Chaos. So, und um den Kreis jetzt zu schließen, das packe ich mal ein bisschen weiter vorne hin, möchte ich hier nochmal vorlesen. Ach, hier von Klaus und Dani bei einem Besuch habe ich ja von dieser riesen Sonnenblume ein paar Samen mitgekriegt. Also, die werden dieses Jahr auf jeden Fall auch verfolgt. Ja, Zwiebel 10,25, das ist hier dieses Kugelding, aber ich weiß immer noch nicht, welche Zwiebel das ist. Ich dachte immer, es wäre eine Etagenzwiebel, aber naja. Auf jeden Fall genug Saatgut, ja. Also Zwiebelernte möchte ich dieses Jahr ein bisschen erhöhen. Ja, Kresse, achso, das habe ich ja schon vorgelesen. Mangold, was hatte ich hier? Phacelia habe ich gesammelt. Ach, Sommergerste, das war dieses Smoothie, was stand hier? Dieses Smoothie-Gras, Sommergerste, Pirona. Genau, das habe ich hier noch. Und dann habe ich hier nochmal Phacelia. Irgendwo habe ich auch noch eine Sonnenblume. Hier habe ich Saatgut selber geerntet von dem. Also ich habe es mir sehr, sehr einfach gemacht, wie ihr sehen könnt. Aber in diesen Kapseln ist letztendlich dann nochmal ja, Saatgut drin. Und das müsste sein Radieschen. Und Radieschen habe ich mir sagen lassen von den Zuschauern, dass da ganz bunte Sachen bei rauskommen. Und dann bin ich gespannt. Für bunt bin ich immer zu haben, für Überraschung sowieso im Garten. Lässt sich ja sehr gut mitleben. So, und das ist ja wieder Biomasse. Da habe ich hier links in den Karton mir angelegt. Nein, ist Zufall. So, und hier ist im Grunde genommen alles noch voll damit. Und ja, habe ich wieder ein paar Körnerchen. Ne? Ich habe eigentlich nur ins Beet gegriffen, als es ein bisschen, wie sagt man, weg war. Trocken genug und dann ab hier in die Tüte. Und
so einfach ist das. Warum sollte ich mir da einen größeren Aufwand machen? Die Tüten sind wiederverwendbar. Ist natürlich ansonsten, wenn man das einmalig benutzt, wäre das echt Papierverschwendung. Aber so wird das schon ganz gut gehen. Die kriegen gleich, ach, die kann ich eigentlich hier mit reinhauen. So. Jo, aber ich bin noch nicht durch. Und zwar gibt es noch, ach, das ist eine so große Sonnenblume, von der habe ich schon geredet. Und jetzt sind wir auch fast durch. Salat Neckarise. Genau das gleiche. Ne? Das sind, wenn ich dann mal hier in so einem Ding ziehe, habe ich dann gleich das Saatgut. Da muss ich nicht groß umpacken in Tüten, das kostet alles Zeit. Kann aber auch eine meditative Arbeit sein. Ich will jetzt keinem das ausreden oder sagen, hier macht euch das unbedingt einfach. Das kann ja auch eine Riesenfreude sein. Aber ich bin, wie gesagt, immer so der reizüberflutete Typ, wenn zu viel ist. Das habe ich heute wieder ganz deutlich gemerkt. Und deswegen habe ich das jetzt so gelassen, wie es war. Und ja, fahr doch so ganz gut. Das fühlt sich sehr gut an. So, was habe ich denn jetzt noch? Ja, also für mich steht jetzt quasi noch an, weil ich ein Angebot gekriegt, ob mir irgendwo noch Saatgut fehlt von jemandem, der auch selber Saatgut zieht. Ja, und dafür habe ich hier noch tolle Kataloge und da werde ich mir dann noch durchgucken, was mir noch fehlt. Aber ich finde, ich bin im Großen und Ganzen super, super gut aufgestellt. Das muss man auch irgendwie erstmal in den Garten kriegen. Ich erhoffe mir, dieses Jahr noch jemanden zum Garten dazu zu kriegen. Letztes Jahr habe ich es versucht, hat nicht geklappt. Ich suche nach wie vor jemanden, der hier wohnt, der gern mal mithelfen möchte, aber immer frei Schnauze, also letztendlich, wie ich das auch halte. Aber wenn ich überlege, mit einer Unterstützung, was man da letztendlich rausholen könnte, wie viele Menschen man dafür mit versorgen könnte, aus so einem Permakulturgarten. Ich finde, das Potenzial ist riesengroß. Also für die kurze Zeit, wo ich da was mache, ich bin ja auf dem Weg, ne? Vor 3 Jahren angefangen, etwas über 3 Jahren, Anfang Dezember. Gar nicht an Gemüseanbau gedacht, aber schon gemerkt, so, es geht in die Richtung. Und dann nachher hat sich das alles so entwickelt. Ne? Ja. Aber ich bin total naturneugierig. Also ich gucke hin, ich bin sehr analytisch, ich probiere sehr, sehr viel aus, ich experimentiere viel. Ich mache einfach, wo andere sagen, nee, das geht nicht. Und entweder ich mache die Erfahrung, das geht wirklich nicht, aber ich muss sagen, das Potenzial, überrascht zu werden von der Natur, ist höher. Also ich werde definitiv viel öfter überrascht von irgendwelchen Sachen, als dass das dann irgendwie misslingt. Aber es gibt natürlich, und davor habe ich Respekt, das sind ja auch Erfahrungen von den Generationen vor uns und die Erfahrungen, die gerade andere Garten-YouTuber dann in die Welt bringen über Videos, da ist ja was dran. Ich will jetzt nicht irgendwie alles verteufeln, aber ich denke, dass wir uns das gar nicht so kompliziert machen müssen und die Dinge vereinfacht. Also weniger ist halt mehr. Die Natur gibt uns die Antworten. Ich denke auch, dass nicht, wenn man es so festgeschrieben so als festgeschrieben gilt, es wirklich überall gleich ist. Also ich mache hier klimatisch ganz deutliche Unterschiede spürbar, bemerkbar. Ich finde jetzt gerade das Wort nicht. Also Sachen, die so und so sein sollen, da muss ich sagen, hier, das war überhaupt nicht so. Und ich habe das so wirklich nach dem Schema verfolgt und ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ja, das passiert mir irgendwie von Anfang an. Ich bin auch intuitiv bei der Sache, bin intuitiv bei der Permakultur gelandet. Und das ist so der Weg. Ja. Ach, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin, gerade mal wieder ein Video gedreht zu haben, weil das fällt mir die letzten Monate immer schwieriger, also wirklich mich da frei zu fühlen. Ich muss sagen, jetzt ist so das erste Mal, aber auch durch Wegarbeiten von Stress, dank vieler Hilfe da draußen. Also echt vielen Dank für alle, die mich unterstützt haben. Ich weiß, ein paar davon sehen zu. Ja, aber das ist noch alles so ein Thema für sich. Da werde ich mich sicherlich irgendwann noch zu äußern. Aber jetzt im Hier und Jetzt soll es was Positives geben. Wir haben alle genug Kummer an der Backe. Ich gucke aus dem Fenster, es scheint ganz wunderbar die Sonne. Da freue ich mich gleich im Anschluss dann noch irgendwie irgendwann einen Spaziergang machen zu können, weil ich habe mir vorgenommen, das Video, was ich gerade mache, natürlich heute gleich online zu bringen. Ja, und das ist sehr lange her, 4 Wochen. Ja.
Ich bin einfach unglaublich dankbar, hier sitzen zu können, nach dem, was die letzten Wochen los war. Und ja, aber wie gesagt, dazu ein andermal mehr, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, das mit euch zu teilen. Aber aufgrund der Unterstützung da draußen, Menschen aus Entfernung, die mich unterstützt haben, ja, bin ich wirklich sehr dankbar für all eure Unterstützung da draußen. Auch im Dezember, was mich hier erreicht hat, ich kann mich nur wiederholen, das hat mich so baff gemacht. Diese Essensvorräte und so auch erstmal so hier einzuordnen und wegzustellen, das war ein ganz schöner Aufwand, hat sehr lange gedauert. Hat einen sehr guten Platz oben auf dem Dachboden gekriegt. Ich habe hier eine kleine Wohnung, das darf hier nicht rumstehen, das muss einen eigenen Platz haben. Ich brauche nur noch mal ein Regal, was ich mir irgendwie baue. Ja, und ansonsten, ja, habe ich schon sehr gut gespeist von den Sachen. So, was kann ich denn sonst noch erzählen, so zum Abschluss? Also, wie ich vorhin schon angekündigt habe, findet ihr gleich im Abspann dann noch Videos, die ich euch vorschlage vom letzten Jahr. Wenn ich das gut angestellt habe, letztes Jahr gibt es da sogar eine Playlist, dann kann ich das ein bisschen kompakter anbieten. Aber es sind ganz, ganz tolle Videos mit sehr viel Inhalt. Ansonsten auch, ja, habe ich letztes Jahr ein tolles Video über Mischkulturen gemacht. Ich glaube sogar zwei, ich bin mir gerade nicht so sicher. Das sind alles sehenswerte Sachen. Das sind so Sachen, die ich einfach auch nicht nochmal mache, weil ich für den Content, den ich hier auf YouTube verbreite, ist das nur einmal notwendig. Ich bin kein Fachmann, so sehe ich mich nicht. Ich bin intuitiv bei der Sache mit dem Bauchgefühl und die Permakultur fühlt sich sehr gut an, sehr nachhaltig, sehr vielfältig und ja, dann machen wir mal weiter. Und ja, wie gesagt, ist alles zur Verfügung schon auf meinem Kanal. Ich werde euch das fleißig verlinkt haben in dem Video und ansonsten fragt nach, wenn was fehlt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ich euch wieder begrüßen dürfte. Tschüss, euer Lars und ja, und weg. Ich bin raus. Wow.